Willkommen in Innsbruck. Willkommen im Seefeld. Und grüß dich in Tirol, im Land der Olympischen Spiele, Land der Weltmeisterschaften und nunmehr Austragungsstätte der Winter World Masters Games. Was das ist? Es ist die größte Multi-Wintersportveranstaltung, die es jemals auf der Welt gegeben hat. Es ist für Athleten ausgerichtet, die 30 Jahre oder älter sind, die immer noch Freude an Bewegung und Wettkampf im fortgeschrittenen Alter haben und die dem Ruf vom Sportland Tirol und von der Olympiastadt Innsbruck gefolgt sind und sich hier mit insgesamt 3.500 anderen messen und eine gute Zeit verbringen wollen. Für diese Dame Grund genug, extra aus den USA anzureisen. I've been traveling for 18 hours. I live 2 hours north of Chicago in the US. And so it was an 8-hour flight and then an 8-hour time change. And then the train up from Munich was another, you know, 3, 4, 5 hours. So it's been a long day of traveling, but it's worth it to see this beautiful country here. Laurie wird in den Langlaufbewerben in Seefeld an den Start gehen. Darüber hinaus gibt es noch 11 weitere Sportarten. Von Ski Alpin über die nordischen Disziplinen bis hin zum Skitourengehen und den bewährten Bewerben auf Eis. Fest steht, es wird ein Sportfest für Hobbyathleten aus aller Welt. It's just so exciting to see people from different countries in these different races and to see the different areas. And so it's like skiing around the world with a whole friendship of people of skiers. And that's the fun, exciting thing. Bereits vor der offiziellen Eröffnung am Freitag herrscht Hochbetrieb, vor allem in der Olympia World. Wo in den kommenden Tagen um Medaillen auf Eis gekämpft wird, heißt es vorerst registrieren, akkreditieren und zwischendrin doch ein wenig genießen, bevor es endlich losgeht. Yeah, I've just been exploring Innsbruck today. It's been awesome. I just got myself registered as well. Die meisten Bewerbe der Winter World Masters Games finden in und unmittelbar rund um Innsbruck statt. Einzige Ausnahme sind die Medaillenentscheidungen im Curling und dem Springen von der 42-Meter-Schanze in Kitzbühel. Insgesamt werden in den kommenden 10 Tagen mehr als 2000 Medaillen vergeben. Ein straffes Programm, das ein starkes Team erfordert. In diesen 10 Tagen mit freiwilligen Helfern und Sportvereinsmitgliedern sind wir fast 1000 Leute. Und die Vorbereitungen sind nach Plan gelaufen. Wir sind sehr zufrieden und wir freuen uns, dass wir mit einem Weltrekord ins neue Jahr starten. Ja, Sie haben richtig gehört. Noch nie waren so viele Athleten bei einer Winter-Multisportveranstaltung. Ein Weltrekord und gleichzeitig ein Sportfest für alle. Und das ist gleich, ob die 30 oder 80 Jahre alt sind. Sie haben immer noch die gleiche Leidenschaft. Und ich glaube, mit Spirit Together haben wir tatsächlich ein Motto gefunden, das für eine große Gruppe passt. In diesem Sinne, welcome Laurie und allen 3500 Athleten bei den Winter World Masters Games.